Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel in diesen Tagen für Bundeskanzler Scholz. Gestern noch in Brüssel das EU-Treffen, Mitte nächster Woche dann der NATO-Gipfel in Madrid. Und dazwischen jetzt der G7-Gipfel im Schloss Elmau in Oberbayern. Vor passender Gipfelkulisse am Fuß des Wettersteingebirges. Gastgeber Scholz warnte vorab schon mal vor überhöhten Erwartungen. Mit dem Satz Berge werde man sicher nicht versetzen in den nächsten drei Tagen. Aber es ist für ihn sicher eine willkommene Gelegenheit für den direkten, den persönlichen Austausch mit den mächtigen Gästen. Angesichts eines Berges von Problemen, die sich da auftürmen. Krieg in der Ukraine, Inflation, Hunger, Energieengpass und Klimakrise. Über den Auftakt Eva Frisch. Für den US-Präsidenten ist es nur ein kurzer Zwischenstopp. Die Gebirgsschützen stehen für ihn am Münchner Flughafen Spalier. Wenig später reist er schon wieder weiter, Ziel Schloss Elmau. Auch für den französischen Präsidenten Macron und seine Frau gab es bei der Ankunft Blumen von Kindern in Tracht. Bereits am Nachmittag war Kanzler Scholz von München aus per Helikopter zum Tagungsort geflogen. Die Themen auf Schloss Elmau: Energiekrise, Ukraine-Krieg, Klimaschutz. Um diese Punkte ging es heute auch auf einer Demo in München. Unter dem Motto Gerecht geht anders forderten mehrere tausend Menschen unter anderem den Ausstieg aus fossilen Energien. Wir erwarten von den G7-Staaten eine Vorreiterrolle, ein klares Bekenntnis zum Ausstieg von Kohle, Öl und Gas. Wir müssen raus aus diesen klimaschädlichen Energieträgern. Und das schafft auch uns eine Befreiung von den russischen Öl- und Gasimporten. Am Ende kamen weniger Teilnehmer als erwartet. Die Demo blieb bis auf kleinere Rangeleien weitgehend friedlich. Auch in den nächsten Tagen wird es weitere Proteste rund um den Tagungsort geben. Till Rüger in München auf dem Rollfeld des Flughafens. US-Präsident Biden, wir haben gerade gesehen die Bilder. Er ist vor einer Dreiviertelstunde gelandet und mittlerweile schon wieder weiter nach Elmau geflogen. Morgen beginnt dann der Gipfel offiziell. Was ist von diesem Treffen der G7 zu erwarten? Man hat sich ja ambitionierte Ziele gesetzt. Also es werden Antworten auf die Energienöte erwartet. Es soll ein Marshallplan für die Ukraine entwickelt werden. Man will die Solidarität, die Zusammenarbeit der demokratischen Staaten stärker wieder fördern und diesen Zusammenhalt auch herstellen. Und man will vor allem die explodierenden Nahrungsmittel- und Benzinpreise irgendwie in den Griff kommen. Das sind alles Themen, die dort diskutiert werden, wo es auch Beschlüsse dazu geben soll. Die Klimakrise ist leider aufgrund des Ukraine-Krieges irgendwie ziemlich weit nach hinten gerutscht. Also das wird nur am Rande ein Thema werden, aller Voraussicht nach. Man muss sehen, welche von diesen Beschlüssen dann wirklich umgesetzt werden. Was allen sicherlich bewusst ist, dass es vor allem um die schönen Bilder geht, die man in dieser Kulisse hat. Alle G7-Staatschefs und Regierungschefs werden sich gerne präsentieren vor den Bergen im schönen Wetter. Und wie viel dann am Schluss beim Gipfel rauskommt, das weiß man leider erst, wenn er zu Ende ist. Till, danke für die Informationen. Nach München. Es geht an diesem Wochenende um nichts weniger als ums politische Überleben für die Linke. Denn wenn sich der Trend der jüngsten Wahlen fortsetzt, bei denen die Partei nicht mal mehr in Schlagdistanz zur 5%-Hürde war, dann dürfte sie komplett in der Bedeutungslosigkeit versinken. Diese zwei sollen das nun verhindern und diesen Trend umkehren. Das frisch gewählte Führungsduo, das die Grabenkämpfe und Streitereien beenden soll. Janine Wissler bleibt in der Doppelspitze. Der Europapolitiker Martin Schirdewan ist die neue andere Hälfte. Mit ihm gleich ein Gespräch über den neuen Kurs. Zunächst fasst Sven Knobloch die Debatten des Tages zusammen. Welches Bild gibt die Linke ab bei diesem Parteitag? Zerstritten, vielstimmig wie in den vergangenen Monaten? Ein Test dafür die Wahl der Vorsitzenden. Janine Wissler tritt erneut an, trotz Kritik, sie hätte auf Sexismusvorwürfe in der Partei nicht angemessen reagiert. Am Ende setzt sie sich gegen zwei Gegenkandidatinnen durch. Ich freue mich und bin erleichtert. Eine deutliche Bestätigung ist es allerdings nicht. Wissler bekommt nur 57% der Stimmen. Vor zwei Jahren waren es noch 84%. Ob es am Ende 84 sind oder 57, die Frage ist, was man draus macht. Und ich habe vor, da was draus zu machen und dazu beizutragen, dass diese Partei wieder erfolgreich sein kann. Und natürlich weiß man ja auch, lernt man ja auch aus Fehlern.
Ihr Co-Vorsitzender wird der Europaabgeordnete Martin Schirdewan, der aus dem Landesverband Thüringen stammt. Er bekommt 61% der Stimmen. Gemeinsam wollen sie die Partei aus der Krise führen und gemeinsame Positionen finden. Etwa beim Umgang mit Russlands Krieg gegen die Ukraine. Die Parteiführung will in ihrem Antrag den russischen Angriff deutlich verurteilen, trotz der engen Verbindung der Linken zu Russland. Wir sind konsequente Friedenspartei. Wir messen nicht mit zweierlei Maß. Dieser Krieg ist verbrecherisch und er muss beendet werden. Das Lager um Sarah Wagenknecht, die wegen Krankheit nicht in Erfurt erschienen ist, will dagegen die Kritik an Russland abschwächen und der NATO deutlicher eine Mitschuld am Krieg zuschreiben. Ja, dieser Krieg ist verbrecherisch, das wird auch in diesem Änderungsantrag gesagt. Er ist auch noch durch nichts zu rechtfertigen, aber er hat auch eine konkrete Vorgeschichte. Am Ende wird der Antrag des Wagenknecht-Lagers abgelehnt. Doch der Machtkampf ist damit wohl nicht beendet. Gregor Gysi fordert die Partei auf, sich wieder mehr auf die Kernthemen wie soziale Ungleichheit zu fokussieren. Da wir uns in einer existenziellen Krise befinden, das müssen wir alle begreifen. Entweder wir retten unsere Partei oder wir versinken in Bedeutungslosigkeit. Gysi bekommt für seine Rede viel Applaus. Von jungen Parteimitgliedern aber auch deutlichen Widerspruch, weil er sich gegen das Gendern ausspricht. Eine Vorsitzende, die weiter in der Kritik steht. Eine nicht beendete Russland-Debatte. So bleiben Zweifel, ob die Linke nach dem Parteitag wirklich ein neues, ein geschlosseneres Bild abgibt. Und mit dem neuen Co-Parteichef der Linken, Martin Schirdewan, habe ich am Abend folgendes Gespräch geführt. Guten Abend, Herr Schirdewan. Guten Abend, Herr Zamperoni. Sie übernehmen eine Partei, die zuletzt eine Wahl nach der anderen verloren hat, die ziemlich gespalten ist und ständig streitet. Warum glauben Sie, dass Ihnen nun gelingt, woran Ihre Vorgängerin und andere davor gescheitert sind, nämlich die Linke zu einen? Ja, der Parteitag hat mir erstmal in großer Mehrheit das Vertrauen ausgesprochen und dafür möchte ich den Delegierten danken. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meiner Co-Vorsitzenden Janine Wissler. Uns eint die Überzeugung, dass wir die Partei wieder auf Vordermann bringen und dass wir in Zukunft auch wieder Wahlen erfolgreich gewinnen werden, weil wir das gemeinsame Ziel haben, der Partei wieder ein starkes Profil in der Öffentlichkeit zu gehen, wieder mit einer Stimme zu reden und vor allem die Themen zu adressieren, die für die Bevölkerungsmehrheit wichtig sind. Nämlich zum Beispiel die steigenden Energiepreise, die steigenden Nahrungsmittelpreise, die steigenden Mieten und gleichzeitig auf die soziale Ungerechtigkeit hinzuweisen und zu sagen, es ist eine absolute Sauerei, dass die großen Ölkonzerne immer noch keine Übergewinnsteuer in Deutschland zahlen müssen. Aber mit Verlaub, Herr Schirdewan, Ihr Wahlergebnis war jetzt nicht so überwältigend. 61% und das von Ihrer Co-Vorsitzenden, Frau Wissler, das war noch schlechter, wenn man so will. Das ist jetzt nicht so unbedingt der Rückhalt, den es braucht, um die Partei da mitzureißen und dann zusammenzukriegen. Ja, es gab mehrere Gegenkandidaturen. Das ist auch total okay in einer demokratischen Partei. Und unsere Parteitage verlaufen manchmal ein bisschen turbulenter. Da ist 61% schon ein sehr gutes Wahlergebnis. Und auch das Wahlergebnis von Janine Wissler ist ein sehr gutes. Auch sie hatte Gegenkandidatinnen. Also von daher, wir sehen uns beide bestätigt in unseren Rollen. Es bleibt aber dabei, dieser Parteitag, der eine Neuausrichtung bringen sollte, der hat ja mit Ihnen jetzt auch nur einen neuen Kopf an der Spitze. Zudem haben sich die Gräben ja auch gezeigt bei der Frage zur Russlandpolitik, bei der Aufarbeitung der Sexismusvorwürfe. Also der Eindruck scheint trotzdem eher, das geht mehr oder weniger so weiter wie bisher. Nein, der Eindruck trügt, falls er denn so entstanden ist. Der Parteitag hat mit deutlicher Mehrheit unsere außen- und sicherheitspolitische Position bestimmt, nämlich die klare Ablehnung des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine und das klare Symbol der Solidarität auch an die Ukraine und insbesondere an die leidende Zivilbevölkerung in der Ukraine. Da waren wir sehr eindeutig als Partei und ich freue mich auch sehr, dass wir dieses Signal senden können. Und was die Sexismusdebatte betrifft, da bin ich sehr froh, dass wir die geführt haben, die emotional sehr intensiv war, weil wir in der Vergangenheit in manchen Fällen nicht unserem Anspruch als feministische Partei gerecht geworden sind. Und wir werden die notwendigen Konsequenzen ziehen, strukturell, uns kulturell erneuern. Und das Signal an die Gesellschaft, aber auch an diejenigen, die bei uns aktiv sein sollen, ist ganz klar, wir haben verstanden und wir sind wieder da.
Na, noch haben Sie einen Weg vor sich, aber ich möchte mal bei der Russland-Debatte einhaken, auch wenn dann die Resolution so durchkam in dem Sinne. Das Ergebnis war ja, dass lange diskutiert wird. Das war ja irgendwie auch bezeichnend, dass überhaupt über Russland so zur Debatte gestanden hat und darüber diskutiert wird. Wir haben jetzt 4 Monate Krieg. Wir haben einen Präsidenten Putin, der uns das Gas drosselt. Und Sie streiten da, ob man freundlicher mit Russland umgehen sollte? Nein, der Kern der Debatte lag vor allem darin, und das ist das, was auch die deutsche Gesellschaft gerade umtreibt, inwieweit harte Sanktionen verhängt werden sollen oder inwieweit die Sanktionen dann vielleicht in die deutsche Gesellschaft zurückschlagen. Das war der eigentliche Kern der Debatte. Beide alternativ verhandelten Anträge hatten eine klare Verurteilung des Angriffskrieges in sich. Das ist Konsens in der Partei, genauso wie die Solidarität mit der Ukraine Konsens ist. Und die deutsche Debatte, die deutsche Gesellschaft diskutiert, ob wir denn jetzt den Gashahn abdrehen sollen oder den Ölhahn abdrehen sollen, was die richtigen wirtschaftlichen Mittel sind, um Russland unter Druck zu setzen. Und ich sage da ganz klar, wir müssen scharfe und harte Sanktionen gegen Putin und sein Machtapparat, gegen die Oligarchen verhängen, um ihn in seiner Machtbasis zu erschüttern. Und wir müssen harte Sanktionen gegen den militärischen Komplex verhängen, um die Kriegs- und Angriffsfähigkeit Russlands zu behindern. Aber alles andere muss so gestaltet sein, dass es keine negativen Konsequenzen für die deutsche Gesellschaft hat. Es kann nicht sein, dass ganze Regionen in Deutschland abgekoppelt werden, ohne dass man denen Perspektiven gibt und den Leuten zum Beispiel in Schwedt oder Leuna Jobgarantien ausspricht. Und das ist eine Debatte, die wird in Deutschland ganz offen geführt. Und die haben wir hier auch ganz offen geführt. Einmal noch mal ganz kurz zur Außenpolitik. Es bleibt aber bei dem Punkt, der Austritt zur NATO ist ein Teil der Linkspolitik. Unsere NATO-Kritik ist durch den Angriffskrieg Russlands nicht obsolet geworden. Das beweist die Türkei ja jeden Tag mit ihrem Angriffskrieg gegen die Kurdinnen und Kurden im Irak und in Syrien. Und von daher, die NATO ist kein Wertebündnis, sondern wir müssen darüber nachdenken, wie man Sicherheitsstrukturen, kollektive Sicherheitsstrukturen schafft in Europa, die tatsächlich jenseits der NATO existieren. Und bei dieser Position bleiben wir. So brennend die Probleme aber auch sind, trotzdem scheint das Gefühl für die Menschen verloren gegangen zu sein bei Ihrer Partei. Denn sonst wären die ganzen Wahlergebnisse der letzten Monate nicht zu erklären. Wie wollen Sie das wieder schaffen, da wieder das Gefühl zu bekommen und die Leute zu überzeugen? Die Leute müssen wieder Lust haben auf linke Politik, und ich glaube, es gibt genügend Gründe, warum sie auch diese Lust und vor allem die Überzeugung und das Vertrauen in uns wiedergewinnen werden. Die Ampelregierung, ja, die verhängt oder die erlässt einen Tankrabatt. Das heißt, die FDP, die schaufelt Milliarden von Steuergeldern in die Taschen, in die privaten Taschen der Ölmultis. Das neue Grün ist der Ruf nach Waffen, und die SPD vergisst bei den Entlastungspaketen die Hälfte der Bevölkerung, die Studierende, Rentnerinnen und Rentner und Soloselbstständige. Es braucht eine starke linke sozialistische Oppositionspartei in diesem Land, die diese Ampel tatsächlich vor sich hertreibt, denen auf die Füße tritt und denen beibringt, kluge Politik zu machen. Und das ist unsere Rolle, und die wollen wir gern ausfüllen. Herr Schödewan, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Zamperoni. Und zur Neuausrichtung der Linken mit neuem Führungsduo hat unsere Hauptstadtkorrespondentin Kerstin Palzer vom Mitteldeutschen Rundfunk folgende Meinung. Die Linke ist in einer Krise, einer schweren Krise. Es braucht also einen Ruck, Einheit und Klarheit. Sonst wählen nämlich selbst die Linke nicht, die von ihrer Politik profitieren würden. Was aber passiert in Erfurt? Die Partei verliert sich in Hunderten von Änderungsanträgen und beschäftigt sich mit sich selbst. Gysi beginnt seine Rede damit, dass er nicht gendern will. Und die Sprecherin des linken Jugendverbandes twittert daraufhin: Diese Partei widert mich an. Es geht um Krieg und Frieden in Europa, und die Linke streitet um Satzteile und Formulierungen im Antrag zur Russlandpolitik. Am Ende verurteilt der Parteitag den Krieg gegen die Ukraine. Das mag für die Partei ein klares Bekenntnis sein. Für Millionen Menschen ist es nach 4 Monaten Krieg nur ein lauer Satz. In Deutschland leben immer mehr Kinder in Armut, und die Linke redet öffentlich und ausführlich schlecht übereinander. Ein Fazit hat der Parteitag gebracht. Sarah Wagenknecht spielt eine immer geringere Rolle in ihrer Partei. Beide Kandidaten für das Amt des Parteivorsitz, die ihr nahestehen, sind nicht gewählt worden. Ihr relativierender Antrag zur Russlandpolitik, der Russland nicht allein für den Ukraine-Krieg verantwortlich macht, ist klar abgelehnt worden. Dieser Parteitag war eine Stellvertreterabrechnung mit Sarah Wagenknecht. Ein Aufbruch zur neuen Einheit war er nicht.
Die Meinung von Kerstin Palzer. Und gleich um 20 vor 12 läuft hier im Ersten übrigens noch ein ausführlicher Bericht über den Parteitag der Linken in Erfurt. Dieser heutige 25. Juni sollte in Oslo wieder gewidmet sein der ganzen bunten Normalität. Die Stadt wollte ihre Vielfalt zelebrieren nach der langen Corona-Zwangspause. Vor allem die LGBTQ-Szene war dabei, vergangene Nacht schon reinzufeiern in den Tag mit dem großen Straßenumzug der Pride Parade. Und dann eröffnet plötzlich ein Mann das Feuer und schießt auf die Menschen, die im Vergnügungsviertel unterwegs sind. Er tötet 2 Männer und verletzt 21 weitere Menschen. Die Ermittler halten den Angreifer für einen militanten Islamisten. Aus Oslo berichtet Christian Blenker. Wir sind hier, wir sind queer und wir werden bleiben, rufen sie, als sie am Nachmittag durch die Osloer Innenstadt ziehen. Die Pride Parade, der wichtigste Tag für viele queere Menschen wie Schwule, Lesben und Bisexuelle, wurde kurz nach dem Anschlag abgesagt. Und doch sind viele gekommen, spontan, um ein Zeichen zu setzen. Es ist so traurig, dass Menschen Angst haben müssen, so zu sein, wie sie sind. Wir wollten heute Vielfalt feiern, die Liebe. Wir wollten heute die Straßen Oslos mit ausgelassenen Menschen füllen. Stattdessen trauern wir. In der Nacht hatte der mutmaßliche Attentäter das Feuer in einem Osloer Ausgehviertel eröffnet. 2 Männer wurden getötet. Weil er auch vor einer in der queeren Szene beliebten Bar schießt, prüft die Polizei auch ein homophobes Motiv. Bislang verweigert der Mann die Aussage. Obwohl wir nicht wissen, ob die Schwulenszene das Ziel des Angriffs war, so ist sie definitiv das Opfer. Ich weiß, dass viele von euch ängstlich, wütend und schockiert sind. Ich sage euch, wir teilen eure Verzweiflung. Der mutmaßliche Attentäter, ein Norweger mit iranischen Wurzeln, war der Polizei wegen kleinerer Delikte bekannt. 2015 wurde dann der norwegische Inlandsgeheimdienst PST auf ihn aufmerksam und verhörte ihn zuletzt im Mai dieses Jahres. Bei diesen Gesprächen wurde nicht berücksichtigt, dass der Mann ein Gewaltpotenzial hat. Wir haben aber festgestellt, dass er psychische Probleme hat. Wir bewerten den Angriff dennoch als einen islamistischen Terrorangriff. Die Polizei geht davon aus, dass der 42-Jährige allein gehandelt hat, schließt aber nicht aus, dass es Mithelfer gab. Am frühen Abend kondolieren auch Kronprinz Haakon von Norwegen und Prinzessin Mette Marit. Es ist wichtig zu verteidigen, wer wir sind, dass Norwegen ein Land ist, in dem jeder den lieben darf, den er möchte. Es ist wichtig, dass wir für diese Rechte einstehen. Norwegen ist stolz auf seine freie und liberale Gesellschaft. Der Anschlag werde das nicht ändern. Darin waren sie sich einig. Und wir schauen jetzt auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine. In den vergangenen Tagen war besonders die Stadt Severodonetsk im Osten heftig umkämpft. Nun hat das ukrainische Militär sich zurückgezogen. Weitere Nachrichten jetzt mit Konstantin Schreiber. Die ostukrainische Stadt Severodonetsk ist nun vollständig in der Hand russischer Truppen. Das meldeten Behörden sowohl in Moskau als auch in Kiew. Unterdessen hat Russland seine Raketenangriffe auf die Ukraine massiv ausgeweitet. Einschläge wurden etwa aus einer militärischen Einrichtung nahe Lviv gemeldet. Nach ukrainischen Angaben wurden zudem Raketen von Belarus auf die Städte Tschernihiw und Schitomir abgefeuert. Russlands Präsident Putin hat angekündigt, bald atomwaffenfähige Raketen an das Nachbarland Belarus zu liefern. Bei einem Treffen mit dem belarussischen Staatschef Lukaschenko in St. Petersburg sagte Putin, die Raketen vom Typ Iskander-M sollten in den kommenden Monaten bereitgestellt werden. Putin bot zudem an, belarussische Kampfflugzeuge modernisieren zu lassen. Belarus gilt als enger Verbündeter Russlands. Nach dem Massenansturm von Migranten auf die spanische Exklave Melilla ist die Zahl der Todesopfer Medienberichten zufolge auf 23 gestiegen. Gestern hatten etwa 2000 Flüchtlinge versucht, die Grenzanlage in Marokko an der nordafrikanischen Küste zu überwinden. Dabei gab es nach Behördenangaben zudem viele Verletzte, darunter auch Sicherheitskräfte. Die marokkanische Vereinigung für Menschenrechte beschuldigt die marokkanischen Behörden, ungerechtfertigt Gewalt ausgeübt zu haben. Marokko wirft den Migranten vor, selbst gewaltsam vorgegangen zu sein.
In der US-Hauptstadt Washington haben erneut hunderte Menschen gegen die historische Entscheidung des obersten Gerichts zum Abtreibungsrecht demonstriert. Vor dem Supreme Court versammelten sich zugleich auch einige Abtreibungsgegner. Gestern hatte das Gericht das seit Jahrzehnten landesweit geltende liberale Abtreibungsrecht gekippt. Einige Bundesstaaten setzten daraufhin weitgehende Abtreibungsverbote in Kraft. Andere kündigten dagegen an, das Recht auf Abtreibung weiter schützen zu wollen. Und wie immer zum Schluss das Wetter. Claudia, du hast im Grunde gleich zwei Wetter für Deutschland für uns im Gepäck. Ja, im Westen deutlich kühler oder weniger heiß als im Osten und verbreitet Schauer und Gewitter genau an dieser Luftmassengrenze. Und das bedeutet für die nächsten Tage, hier Sonntag, da sehen Sie den Montag, dass es im Westen so an die 23 Grad geben wird, nach Osten hin bis zu 33 Grad in Berlin am morgigen Tag, am Montag sogar bis zu 36 Grad. Und genau da, wo diese beiden Luftmassen aufeinandertreffen, da kann es zum Teil wirklich heftige und unwetterartige Schauer und Gewitter geben, unwetterartig vor allen Dingen am Abend und in der Nacht, also Montag, dann über der Mitte Deutschlands diese kräftigen Gewitter mit Starkregen, mit Hagel, mit Sturmböen, da kann wirklich alles dabei sein. Und dann wird es auch im Osten etwas kühler. Sie sehen es hier am Trend für Cottbus. Am Dienstag dann auch mal durchatmen angesagt bei 26, 27 Grad. Jetzt bei uns in der Nacht ein paar Schauer, die vor allen Dingen aus Westen hereinziehen. Anfangs sind auch noch Gewitter dabei. Im Saarland gab es jetzt noch eine stürmische Böe. Also im Moment auch noch etwas kräftigere Gewitter. Das geht dann in Schauerwetter über. Morgen im Laufe des Tages nach Westen hin ab und zu Schauer. Im Laufe des Nachmittags auch Gewitter entlang eben dieser Luftmassengrenze nach Osten und Südosten hin, bleibt es noch lange Zeit trocken und sonnig. Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von 12, 13 Grad in Bayern. So 14 bis 17 Grad werden es über weiten Teilen Deutschlands sein, 19 Grad in Berlin. Dann morgen Nachmittag 33 Grad rüber bis zur Magdeburger Börde, nach Westen in 21 bis 23. In der Nacht zu Montag zum Teil heftiger Regen mit Überflutungsgefahr. Tagsüber im Laufe des Nachmittags Schauer und Gewitter und am Dienstag vor allem im Süden noch häufig Gewitter. Einiges los. Vielen Dank für diese Aussichten, Claudia. Soweit die Tagesthemen für heute. Morgen sind wir dann wieder hier, gleich nach Anne Will im Ersten. Geht's jetzt aber erstmal weiter mit dem Wort zum Sonntag. Ich wünsche noch ein schönes Restwochenende und gute Nacht. Bleiben Sie zuversichtlich.